Landwirt Fahrbericht. Die neueste Technik im praktischen Einsatz. Der John Deere 5080R war einst Österreichs meistverkaufter Traktor. Als er noch gebaut wurde. Denn Anfang 2014 hat der Hersteller die Produktion eingestellt. Jetzt, nach dreijähriger Pause, ist er wieder zurück. Der neue John Deere 5R. Ein Premium-Kompakt-Traktor mit vielen interessanten Features. Wir waren vorab mit einem Prototypen unterwegs. Unter der Haube arbeitet ein moderner Vierzylindermotor mit 4,5 Litern Hubraum. Vier Modelle decken einen Leistungsbereich von 90 bis 125 PS ab. Bei Transportarbeiten legt die Elektronik nochmal 10 PS drauf. Einen blauen Tankdeckel sucht man vergeblich, denn der neue 5R begnügt sich mit Diesel. AdBlue muss man nicht tanken. Die Abgasstufe 3B wird mit einem Wastegate-Turbolader, gekühlter Abgasrückführung und einem Partikelfilter erreicht. 8R oder 5R? Man muss schon genau hinschauen, um diese beiden Traktoren nicht zu verwechseln. Abgesehen von der Größe haben sie nämlich viele Gemeinsamkeiten. Wie bei den Großtraktoren ist die Ölwanne des 5R in einen gebogenen Rahmen eingegossen. Der Motor sitzt tiefer und damit auch der Schwerpunkt. Die neue Vorderachse ermöglicht einen noch engeren Lenkeinschlag als beim Vorgänger. Das macht den Traktor extrem wendig. Erfreulich ist auch das hohe zulässige Gesamtgewicht von 8,6 Tonnen. John Deere bietet für den neuen 5R drei Getriebevarianten an. Das Command Quad mit manueller oder automatischer Vierfachlastschaltung und das neue vollautomatisierte Command 8 Getriebe mit vier Gruppen und 8 Lastschaltstufen. Letzteres kommt dem Komfort eines stufenlosen Getriebes schon sehr nahe. Die Funktionen lassen sich auch über den Frontlader-Joystick bedienen. Für hohen Fahrkomfort sorgen die mechanisch gefederte Kabine und die optionale Einzelrad-Vorderachsfederung. Wie sein Vorgänger bietet der neue 5R drei Zapfwellendrehzahlen. Bei der Hydraulik hat John Deere massiv aufgerüstet. Mehr Förderleistung, mehr Hubkraft und bis zu 4 Steuergeräte im Heck. Wahlweise mechanisch oder elektrisch. Spätestens in der Kabine spürt man ganz deutlich den Einfluss vom 8R. Die schwenkbare Lenksäule, das Display in der rechten A-Säule und die Command-Armlehnenbedienung mit den elektrischen Steuergeräten wurden nahezu 1:1 vom großen Bruder übernommen. Die schräge Motorhaube und die durchgehende Frontscheibe erlauben eine hervorragende Sicht nach vorn. Gegen Aufpreis bietet John Deere ein großes Glasdach an, ideal für Arbeiten mit dem Frontlader. Auch der wurde für diese Baureihe komplett neu entwickelt. Wir sind gespannt, ob der neue 5R an die Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen kann und freuen uns schon jetzt auf einen ausführlichen Praxistest. Unseren Fahrbericht findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 18/2016. Weitere Videos über John Deere Traktoren gibt's auf landwirt.com und auf YouTube. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal.